Was geht ab, Leute, und damit herzlich willkommen hier mal wieder zu einem FIFA 18 Trading Tipp. Ich habe ja jetzt schon lange keine mehr gebracht, aber heute habe ich wieder eine gute Methode und die Methode dürften die meisten von euch hoffentlich schon kennen, wenn ihr euch eben ein bisschen mit Trading beschäftigt, denn diese Methode geht sehr, sehr oft und diese Methode wird auch noch oft in FIFA 18 und auch in FIFA 19 gehen. Und zwar geht es hierbei ganz klassisch um das 83er, 82er, aber auch 84er Investment, hauptsächlich aber das 83er Investment. Ganz, ganz wichtig, denn diese Spieler sind im Verhältnis zu dem Preis, den sie annehmen können, am günstigsten. Und zwar kosten 83er im Moment nur 1600 Münzen. Ich habe euch insgesamt 6 Stück rausgesucht. Zum Beispiel Pereira hat sogar nur 1500 Münzen gekostet. Also sehr, sehr günstig. Dann Gouye, Dost, Pizzi, Schau, Mario und dann noch Radetzky. Das alles sind Spieler, die extrem günstig sind und die bei SBCs auf jeden Fall krass abgehen werden. Die steigen vom Preis unfassbar hoch an. Die können wirklich bis zu 5000 Münzen kosten und das ist natürlich ein wahnsinniger Gewinn. Das ist pro Karte ein Gewinn von 3500 Coins circa und das ist wirklich nicht wenig. Deswegen würde ich euch jetzt raten, einfach mal ganz viele 83er in euren Verein zu packen, so viele wie möglich, so viele verschiedene wie möglich und dann eben auch noch ganz, ganz viele einfach auf die Transferliste platzieren, denn es werden zum Team of the Season safe weitere SBCs kommen, wo man irgendwie Ratings braucht. Deswegen könnt ihr da sicher sein, dass ihr in den nächsten 10 Wochen auf jeden Fall Gewinn machen werdet, wenn ihr in diese 83er jetzt investiert. Okay, Freunde, das war's auch schon wieder mit dem Video. Also wie gesagt, diese 6 Spieler sind eigentlich am besten geeignet, weil die halt alle gerade wirklich sehr, sehr günstig sind. Wie gesagt, 1600 habe ich für die meisten bezahlen müssen und das ist wirklich nicht viel für 83er Karten. Okay, Freunde, das war's auch schon wieder mit dem heutigen Video. Falls es dir gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Du kannst mir gerne auch einen Kommentar schreiben und ich würde mich unfassbar freuen, wenn du auch ein Abo dalassen würdest und vielleicht sogar die Glocke aktivieren würdest, denn YouTube schickt leider nicht allen Abonnenten die Videos, also man bekommt das leider nicht immer mit, es wird nicht immer in der Abo-Box angezeigt, deswegen ist die Glocke schon ganz hilfreich für Leute, die das unbedingt sehen wollen, für Leute, die eben zum Beispiel so einen Trading-Tipp nicht verpassen wollen, falls sie den noch nicht kannten, ich denke mal, aber dass viele den sicherlich schon gekannt haben und sich jetzt denken, ja okay, kannte ich schon, aber hier der kleine Hinweis, macht ihn jetzt auch, der ist wirklich sehr, 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 sehr effektiv. Ja Jungs, ich bin raus, checkt gerne noch die Links in der Beschreibung ab. Und dann war es das auch schon wieder mit dem Video. Habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao.